Wunderschönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Ich hoffe, die Karnevals- oder Faschingsnachwirkungen sind nicht allzu groß. Mein Name ist Wolfgang Dender und im Namen von FX Labs freue ich mich, Ihnen heute den Traders Talk präsentieren zu dürfen. Ja, in diesem Morning Meeting geht es im Wesentlichen um die Analyse der Markteröffnung und das alles live am Puls der Frankfurter Börse. Wang und sein Team, habt ihr gehört, sie stehen schon bereit. Und ja, bevor wir starten, die ja, obligatorischen Risikohinweise. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken, enthält keine Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. So, der Alex und der Wango sind bereit. Ich übergebe somit die Rechte und dann können die Kollegen ihren Bildschirm übertragen. Wer möchte den Bildschirm, Alex oder Wango? Ich übertrage den Bildschirm, ja. Okay, gut, dann viel Spaß. So, jetzt nochmal hier ganz offiziell schönen guten Morgen, genau hier auch nach erstmal nach Düsseldorf, genau aus Frankfurt hier in die Karnevalshochburg. Genau, wir haben ja hier auch quasi um die Ecke mit Mainz auch nochmal eine Hochburg. Der ein oder andere Kollege war noch gestern dort unterwegs gewesen, hier auf den Umzügen. Also, schön, ja, guten Morgen hier aus Frankfurt von unserem Handelsbüro. Ja, wirklich am Puls der Börse. Wir sind hier gefühlt 50, ja, Luftlinie, keine 50, nicht mal 50 Meter hier vom Bullen und Bären. Der Frankfurter Börse haben hier unser Handelsbüro. Wir sind Traders Talk, wir sind hauptsächlich im Börsenhandel, da Derivate, Futures, Eurex und US-Märkte. Und Traders Talk ist das, was wir an Serviceleistungen nach außen kommunizieren. Die Squawkbox, der Sie heute beiwohnen, das ist ein börsentägliches Webinar auf GoTo-Webinar-Basis von 8 Uhr morgens bis um 17 Uhr. Natürlich wird nicht permanent geredet. Geht darum, wir begleiten die Teilnehmer, die Kunden durch den Handelstag mit all dem, was wir für wichtig erachten, was auch für uns Teil unserer Vorbereitung ist. Ne? Und damit fangen wir jetzt auch an. Was der erste Teil unserer Vorbereitung ist, das sind ja bei dem einen oder anderen die Charts, in der Regel die Charts, aber der Kollege Alex Meyer, der hauptverantwortlich zeichnet für Traders Talk, fängt hier mal an mit den allem Wichtigen, was overnight passiert ist. Und dann übergebe ich jetzt erstmal das Wort an den Alex. Einen schönen guten Morgen. Einen Moment. Einen schönen guten Morgen hier mit den Overnight News. Mein Name ist Alex Meyer. Also heute ist es eigentlich ganz einfach. Ich werde es nicht mit Zahlen erschlagen. Eigentlich geht es nur um die Verbraucherpreise 14:30 Uhr aus den USA. Die sind sehr, sehr wichtig. Ja, zeigen natürlich an, wie weit man bei der Inflationsbekämpfung weiterhin gekommen ist und wie es vielleicht auch in Zukunft aussieht und damit Zinssenkungen. Sie wissen, da hängt fast alles an den Zinsen, an den Börsen letztlich und da gibt es dann heute quasi neue Hinweise. Interessant wird an den Zahlen, also fangen wir vielleicht gleich mal mit dem Ausblick an. Natürlich, das sind die ersten aus dem neuen Jahr, die Januarzahlen. Da gibt es dann zum einen Basiseffekte, wenn das neue Jahr beginnt, da wird auch der Warenkorb ein bisschen umgestellt. Also es kann durchaus volatil werden oder noch volatiler als sonst. Und insofern dürfen wir gespannt sein, dann auf 14:30 Uhr, sowohl die Kernrate als auch die allgemeinen Zahlen da natürlich interessant. 2,9 die allgemeinen und 3,7 dann die Verbraucherpreise erwartet im Jahr. Aber damit dann mehr oder weniger fast schon genug an Zahlen. Wir hatten heute Morgen noch Zahlen aus Großbritannien. Gut, die müssen wir noch bringen, weil die haben auch den Bund ein bisschen hier unter Druck gebracht und auch die Aktien kurzfristig, da sind die Löhne mal wieder stärker gestiegen als erwartet. Jeweils 0,2 Prozentpunkte höher. Und damit natürlich schlecht, weil steigende Löhne ist, naja, zumindest einer der Faktoren, die Inflation beeinflussen und in dem Fall eben nach oben. Das heißt, ja, Renditen steigen und der Bund geht runter und die am Aktienmarkt hört und sieht man das auch nicht allzu gerne, aber damit sind wir dann eigentlich auch schon mehr oder weniger durch. Wir hatten gestern einen eher ruhigen Tag, also da müssen wir nichts nachholen an Fakten.
der Zahlen, kaum die Notenbanker haben nichts Neues gesagt, neue Zahlen hatten wir auch nicht. Wir hatten allerdings gefeiert, hauptsächlich in den USA mal wieder neue Höchststände. Gegen 20 Uhr ging dann den Märkten ein bisschen die Luft aus, Gewinnmitnahmen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Auf jeden Fall ging es ein bisschen runter, was allerdings angesichts der wichtigen Zahlen heute durchaus verständlich ist. Da weiß noch keiner, wie die ausfallen. Vielleicht noch ganz kurz, Quartalsberichte sind mehr oder weniger durch. Da haben 76% der Unternehmen die Gewinnschätzung geschlagen. Das ist allerdings auch nicht jetzt die Superzahl. Das passiert meistens in über 50% der Fälle, aber das ist natürlich schon mal gut. Wir haben weiterhin Fantasie durch KI. Und das hat dann auch Asien hochgezogen, wobei Shanghai und Hongkong sind weiter zu. Tokio fast 3% zugelegt. Also insgesamt stehen die Börsenampeln eigentlich trotz der Höchststände, und das sagen wir auch schon seit längerer Zeit, eigentlich weiterhin auf grün. Große Verkaufssignale haben wir da noch nicht. Wird natürlich dann, wie gesagt, von den Zahlen abhängen. Und wenn wir dabei schon sind, eine sollte man noch erwähnen, ZEW, 11 Uhr. Der hat natürlich an einem Tag wie heute dann nicht ganz die Bedeutung. Warum? Da wird sich kaum ein Fondsmanager groß aus dem Fenster lehnen und Positionen eingehen, wenn er die dann 14.30 Uhr schon wieder reversen muss. Also, das war's dann von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. So, dann übernehme ich mal. Ich sehe auch jetzt hier den Fragen-Chat. Ja. Schönen guten Morgen hier in die Runde. Hier ist nochmal die Frage von dem einen anderen Teilnehmer bei uns. Wolfgang, möchten sich jetzt nochmal einwählen hier in das Webinar. Ich sehe aber, dass es bei euch über die Webseite nicht mehr, weil es live ist, vielleicht jetzt nicht mehr verfügbar ist. Oder hast du da mal einen Link, den du mir zukommen lassen kannst? Möchte sich hier der eine oder andere Kunde bei uns mal einwählen bei euch? Ja, ich muss den Link raussuchen. Ich habe einen, ja. Okay, alles klar. Gut, dann dauert aber einen Moment. Ja, ja, kein Problem. Alles gut. Danke. Okay. So, also, dann schauen wir uns nochmal die Märkte an. Also, wie gesagt, wir sind hier Traders Talk. Den Alex habt ihr gehört, was wir noch so machen, das, oder wer wir noch so sind, das seht ihr hier. Das ist ja der Kollege Alex Meyer. Ich hoffe, ich übertrage auch das richtige Bild genau. Und dann das sind andere Kollegen. Das ist hier, genau, das bin ich hier, dieser junge Herr. Und wie eben schon gesagt, wir haben hier verschiedene Services, die wir anbieten, aber da könnt ihr euch gerne hier über die Website informieren. Und falls euch hier dieses Format, die Squawkbox, gut gefällt, könnt ihr gerne hier bei uns auf der Webseite das auch kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang testen. Einfach runterscrollen. Das ist hier dieses Traders Talk Premium und hier den Trial kostenfrei beginnen, und das verfällt oder läuft dann auch nach 14 Tagen wieder ab. Also für den Fall, dass euch das hier interessiert. Wie gesagt, das ist eine börsentägliche Live-Begleitung mit all dem, was wichtig ist, wo wir als Händler eigentlich unseren Teil der Vorbereitung nach außen kommunizieren. Und damit mache ich jetzt auch mal weiter. Und zwar, wir betrachten hier die Aktienindizes, die Futures, den DAX, den Eurostox, S&P, die Nasdaq und auch den Bund-Future. Das sind so die Hauptmärkte, die wir hier besprechen, und ich fange mit dem DAX an und werde das mal hier, das ist ein Stundenchart, werde mal ein bisschen zusammenraffen, einfach nochmal, um zu zeigen, dass wir in einer sehr engen Handelsrange seit dem 24. Januar uns befinden. Also das ist hier so die Unterkante um die 16.000, ja, da ist es 16.900, das ist so die Unterkante der Range, und oben, ja, mal abgesehen von diesem einen Ausreißer hier, letzte Woche, ja, 17.120, 17.100. Also für die Wohler, die wir eigentlich kannten, eine sehr enge Handelsrange im DAX. Die Frage ist, wer ist ja der Katalysator? Das kann heute natürlich sehr gut die veröffentlichten Verbraucherpreise aus den USA sein. Ne? Also der Markt, wenn er hier so lange konsolidiert, sammelt Kraft, auch wenn das nicht so aussieht. Und dann sollte auch die entsprechende Der entsprechende Ausbruch, ob jetzt nach oben oder nach unten, dann auch da unten drunter auch entsprechend nachhaltiger sein. Ne? Da schauen wir aber mal, wie gesagt, heute 14:30 Uhr, wer den Bein wohnen möchte, schreiben Sie uns oder beginnen Sie das Trial und sind dann live dabei mit der entsprechenden Vorbereitung
was die US-Zahlen angeht und den Analysen dann dazu. Und wir kommentieren natürlich dann auch live die Märkte. Also, und damit fange ich jetzt auch an. Ja? Alex, darf ich mir bestellen, wo soll ich den Link hinschicken? Ich bin der Vango, genau, den Link. Vango, Entschuldigung. Hast du meine Skype-Adresse oder vielleicht die E-Mail? Nee, das nicht. E-Mail kann ich höchstens schicken. Gerne, ja, genau. Dann E-Mail, genau, die E-Mail. Und dann, alles klar, okay, mache ich. Ja, danke. Gerne. So, also wir fangen hier mit dem DAX an. Der hat hier oben, und das kennzeichnen wir immer auch in Rot, das ist der Widerstandsbereich hier oben, hat gestern in der Abendsession das Donnerstagshoch, das war die 17.108, getestet. Dieser Bereich hier, das ist ein Widerstandsbereich. Das ist hier die Stundenansicht. Solange wir hier in der Stunde reinstechen und nicht oberhalb schließen, gilt dieser Widerstandsbereich als aktuell und nach wie vor als gültig. Soll heißen, ja, das gut, muss jeder selber wissen, ja, was er da damit macht. Aber wir gehen per Default, also per die Grundanamnese ist, dass Widerstände und Unterstützung, und die sind hier in diesem zarten Grün hier dargestellt, erstmal halten. Ne? Das ist so die Grundannahme. Und in der Stunde heißt halten, nicht oben drüber schließen, also nicht oberhalb des Jahreshochs bei der 152 schließen. Wie gesagt, das Alltime heißt ja die 17.200. Und das Gleiche gilt auch bei Unterstützung. Also, gestern Abend mit dem US-Handel, da war unsere Kasse schon zu. Glaube ich, das war so gegen 18, 17, 18, 19 Uhr. Und irgendwann hat er da mal, wie gesagt, das Donnerstagshoch hier getestet und ist hier abgeprallt. Also der Widerstand bestätigt, deswegen hat er natürlich nach wie vor Gültigkeit. Was Sie dann hier sehen, ist der POC von gestern. 17.042, gestriges Tief, muss hier die 12 gewesen sein. Eine weitere wichtige Marke auf der Downside. Solange das hier oben hält, geht der Blick natürlich erstmal nach unten. Ist die 9,95, 9,91, die Value hier noch eine aktive. Und dann eine breitere Unterstützungszone, die Unterkante 16.941 und die Upside die 16.968. Also das ist hier die, ja, die Zonen, die wir jetzt schon seit, ja, zumindest mal diese Zone seit dem letzten Montag, ne, genau, der 5. hier haben, also Unterkante 941, 968, die Oberkante 17.108, 17.152. Zum DAX gibt es doch eins gibt es noch zu sagen, dass der DAX so ein bisschen das Sorgenkind ist. Der ist hier im Vergleich zum Eurostox, was der Benchmark-Index, der Hauptindex in Europa ist, relativ schwach. Anfang des Jahres sah das ein bisschen anders aus. Und zwar wurden dann die Werte, die im Eurostox schwer gewichtet sind, das sind Luxuskonsumgüterwerte, ein bisschen abgestraft. Gerade kamen so ein paar negative Empfehlungen oder auch die Asiaten, von wegen würden sich ein bisschen zurückhalten oder hier über irgendwelche Sondersteuern dann nachdenken. Aber das hat sich wieder gewandelt. Seit Mitte Januar ist der Eurostox derjenige, der sich eigentlich besser entwickelt als der DAX. Und im Eurostox, aber das sieht man auch hier, während wir hier beim DAX von einer Range reden, kann man das im Eurostox eigentlich nicht behaupten. Nach dem jüngsten markanten Bruch, und das war hier unten die 4.634, dieses letzte markante Hoch hier vom Dezember, nachdem wir das gebrochen haben, dann hier im Setback, übrigens ist das hier ein Daily Chart, nachdem das hier gebrochen hat und hier nochmal im Setback gehalten hat, Sie sehen, dass wir machen eigentlich permanent höhere Hochs, auch gestern so ein höheres Hoch gemacht, aber nicht über dem Freitags- und letzte Woche hoch geschlossen, das ist die 4753. Und Sie sehen, dass auch heute, und das sind wichtige Marken, weil wir brechen unsere Analyse, unsere Vorgehensweise, wir brechen es runter hier von Daily Levels runter auf die Stunde und wie gesagt, das Freitagshoch ist auch aktuell das heutige Hoch und damit kommen wir hier zum Eurostox in der Stunde, was das denn bedeutet. Also das ist die Stundenansicht, Sie sehen oben das gestrige Tageshoch 4766, da kam wie gesagt auch hier mit dem US-Markt, mit der US-Kasse kam hier Bewegung rein. Neues Hoch oben geprintet, 4,766. Wir konnten aber die 4,753, das Freitagshoch und letzte Wochenhoch nicht halten, gebrochen. Und Sie sehen heute auch unten drunter geschlossen, im Tag, immer wichtig. Und heutiges Hoch ist eben die 4,753 und damit haben wir auch die erste Widerstandsmarke auf der Upside.
Sollte es da drüber gehen, haben wir hier dann eine Zone mit unten POC 4761 und oben die 4766 als Widerstand im Eurostox. Bricht das, haben wir aus der Projektion erstes Kursziel auf der Upside 4778. Nach unten, also solange er jetzt nicht mehr hier über die 4753 kommt, könnte hier Druck in den Markt kommen. Mit dem Bruch des aktuellen Tagestiefs, die 4743, wäre dann erstmal die 38,39 erste Kursziel auf der Downside. Dann die 4732, das müsste noch ein Naked Pock sein, genau. Und dann haben wir unten eine erste breitere Unterstützungszone hier, die 4713, 4721. Also achten hier oben 4753, das unter dem Freitagstief. Das ist erstmal die erste Hürde hier auf der Upside unter dem Tagestief, die 4743, dann die 39, erste Marke 32, Naked Pop. Hier noch eine Value bei der 24, aber eigentlich geht es dann hier unten um die 4713, 4721. Natürlich sind die Märkte alle super bullisch, nichtsdestotrotz auch in einem bullischen Markt gibt es die eine oder andere Short-Möglichkeit, ja, und insbesondere wenn dann Daily-Levels gefalsebreakt werden oder so wie hier auch, also wir haben jetzt Falsebreak auf der Upside, Close, gestriges Close unter dem der 4753, heute im Setback als hoch bestätigt. Sind Sachen, die man uns auf jeden Fall, die wichtig sind. Ne? Also, das ist die Analyse im Eurostox. Ich gehe jetzt mal zum US-Markt und zwar zu dem S&P Future und auch der gestern mit einem neuen markanten Hoch über dem Freitagshoch. Da kam hier am Nachmittag, wie gesagt, Bewegung rein. Hier oben bei der 66,5 neues Hoch geprintet, aber dann der Rebreak unter das Freitagshigh, unter die 48,5 und hat dann auch neue Tiefs, neue Tagestiefs gemacht. Hier, nämlich hier. Hier untere Seite, die 31,5 erstmal. Dann haben wir noch eine kleine Value bei der 26. Aber wichtig ist im S&P Future erstmal, unten die 4520, 4516. Die 20 war ein Doppelhigh von letzter Woche. Das haben wir gebrochen, glaube ich, am Freitagmorgen. Und dann im Setback hier, aber auch im Setback im US-Handel nochmal bestätigt. Also wichtiges Unterstützungsniveau und wichtig ist ja, dass auch die Unterkante dieser Zone, die 5016, der in der Kasse der 5000 entspricht. Wir haben ungefähr so ein Spread von 16 Punkten, Future zu Kasse. Und die 5000 ist natürlich eine markante Marke, die der S&P in der Kasse letzte Woche auch gebrochen hat und oben drüber geschlossen hat. Also auch hier Abschläge absolut erwünscht. Hier zu der Upside die 41 erstmal gestriger Pop. Das ist so das, die erste Marke. Und dann natürlich hier das Freitagshoch, das wir gestern gefalsebreakt haben, die 48,5. Also das zum S&P. Jetzt komme ich zum Bund. Und das ist und bleibt das Sorgenkind. Wir hatten heute Morgen Zahlen aus England. Ja, klingt komisch, aber die werden nach wie vor beachtet. Das waren Zahlen zu der Lohnentwicklung, genau, Durchschnittseinkommen und da die Lohninflation ist und bleibt ein Thema. Und das bekommt natürlich insbesondere der Bund Future zu spüren, generell hier die Anleihekurse, ja, aber auch die Kurse laufen ganz klar. Und hier kam auch dann in der aktuellen Stunde, Sie sehen es hier, wie der Druck dann hier reinkam und unten jetzt erstmal die sehr breite Unterstützungszone mit dem gestrigen Tief, die 133,36, geht runter bis zur 133,20, die jetzt erstmal getestet hat, der Bund, also das ist hier eine breitere Supportzone. Geht es dann drunter, dann wäre erstes Kursziel dann 132,96, 133,03. Die Upside haben wir hier erstmal die Value, dann kleines Abend oder Nachmittag, das war dann schon ein Abendhoch hier genau. Das ist die 66, so eigentlich als ja, 63, 66 erste möglichen Kursziele auf der Oberseite für den Fall natürlich, dass das hier verteidigt wird. Dann sind das hier erstmal Targets und dann da übergeordnet der Bereich um das gestrige Hoch, 82 die Downside und oben das Freitagshoch müsste es gewesen sein, weil das ist Freitagshigh. Ja. Die 133,92. Also hält diese Unterstützung, wie gesagt, der hatte ja, das ist das dritte, mit dem heutigen, das dritte Tagestief, was hier getestet wird im Bund. Blick nach oben, erste Kursziele hier aus dem Chart heraus. 133,63, 66 und dann oben drüber das Hoch von gestern,
mit dem High vom Freitag die 82,92. Also das ist es für den Moment, was so die Analyse und die Vorbereitung für den Tag angeht. Hier geht es dann definitiv hier mit der Berichterstattung ab 9 Uhr weiter. Genau. Und dann, wenn Sie Fragen haben, gerne hier in den Webinar-Chat Fragen einstellen zur Vorgehensweise, wie wir hier Linien einzeichnen, wie die zu deuten sind und, und. Ja, also auf Charts, die wir schauen, sind Stundenchart. Also jetzt hier in der Berichterstattung Stundenchart und wir wechseln jetzt gleich auf 3 Minuten, weil das ein bisschen aussagekräftiger ist, zumindest mal hier, was das aktuelle Geschehen angeht. Also das für den Moment, dann geht es gleich hier weiter. Ne? Bitte Fragen stellen, wenn Sie welche haben, die werden hier gerne beantwortet. Ja, auch wenn mir hier ein Hörer schreibt, ja, wenn heute nichts passiert, auch bei ZDW, dann legt er sich wieder hin bis 14.30 Uhr. Kann man natürlich machen, aber wir haben auch gestern gesehen, da kann durchaus noch Bewegung reinkommen. Vielleicht der eine oder andere will sich noch positionieren. Was ich auch noch sagen möchte, 14.30 Uhr, das ist dann sogenanntes Event-Trading. Da muss man natürlich ein bisschen Plan haben, muss wissen, ja, welche Zahlen sind gut für die Märkte oder schlecht und dann das Ganze auch eben ein bisschen einschätzen können. Da ja, klicken dann quasi 1000 Leute gleichzeitig auf ihr Keyboard und ja, also da hilft es dann, wenn man so ein bisschen, wie gesagt, einen Plan hat. Da werden wir dann auch heute noch drauf eingehen, auch heute Morgen noch, wann wir dann gleich bei guten Zahlen oder schlechten, dann kann es dann durchaus Ausschläge geben von 200 Punkten rauf oder runter. Das ist dann kein Problem. Und da zählt dann eigentlich nur eins, Schnelligkeit und Umsetzen des Ganzen. Also da gibt es dann meistens ja auf die Schnelle, ich sag mal, keine Levels, wo man jetzt sagen kann, naja, also hier kann man jetzt noch reingehen. Das ist wirklich ja ein bisschen abschätzen. Und gewisses Risiko dann nehmen und dann eben dabei sein oder vielleicht sich das Ganze erstmal nur anschauen, wenn man noch neu ist. Auf jeden Fall dürfte da die Volatilität kräftig anspringen um 14.30 Uhr. Also das nochmal als Hinweis von meiner Seite. Also das mit der geringen Volatilität und natürlich auch, auch im US-Markt, insbesondere im S&P natürlich jetzt zu verzeichnen, der VIX hier von 13, 14, auch hier in Europa, die lange Konsolidierungsphase, insbesondere im DAX, wie gesagt, der Eurostox, macht ja eigentlich permanent neue Hochs, ja. Aber DAX ist schon ausgeprägt hier, diese relativ geringe Schwankungsbreite, die geringe Handelsrange. Von daher natürlich da nochmal insbesondere Spannung, was heute in den USA passiert. Ja, Inflation ist halt das Dauerthema, ganz klar. Hab gestern nochmal gelesen, dass Zentralbanker hier von der Fed nochmal darauf verweisen, natürlich die Preise, aber insbesondere im März-Meeting der FED, die sogenannten Staff Projections, also wie gesagt, viermal im Jahr, nämlich im März, im Juni, im September und auch im Dezember während der FED-Sitzungen, wird von der FED eine Aktualisierung A der Inflationsaussichten und auch des Wirtschaftswachstums gegeben, die sogenannten Staff Projections und insbesondere die Inflationsprojektion oder Inflationserwartung für die nächsten Jahre auf das aktuelle Jahr. Die werden maßgeblich sein, wann die Fed anfängt, Zinsen zu senken. Und das ist natürlich auch hier für die EZB absolut Core. Also das ist so Verbraucherpreise, all das, was damit zusammenhängt. Wird früher angefangen, wann wird angefangen mit den Zinssenkungen und, und. Also von daher kann man das nicht oft genug betonen und hoch genug einschätzen, was das heute bedeutet. Wie gesagt, die Märkte befinden sich vielleicht auch ein bisschen in Lauerstellung, ja, erstmal abwarten, sich nicht vorher positionieren, ja, Füße stillhalten natürlich hier, das ist ein ganz wichtiges
Eine ganz wichtige Regel hier an der Börse, ja, wir haben jetzt gerade hier zwei Kunden hier, die bei uns in längeren Zeit hier im Handelsbüro sind, ja, und von dem, was sie lernen, ist natürlich das, wann man lieber mal die Füße stillhält, absolut essentiell, ne, zu wissen, wo ich was im Markt machen möchte, in welchen Bereichen oder was will ich sehen, um dann was zu machen und nicht, wenn man dann diese Gelegenheit verpasst hat, dann irgendwelche Alternativtrades machen, die eigentlich keine Alternative darstellen. Also das muss gekonnt sein und das ist auch etwas, was wir auch immer wieder hören hier, was hier den unseren Service, die Squawkbox angeht und daraus heißt es immer mal wieder von Kunden, ja, aber ich handle nicht auf Zahlen und und. Eigentlich geht es gar nicht darum. Die Squawkboxen sind in das professionelle Händlerleben eingetreten, schon seit 20, 25 Jahren Hauptbestandteil. Es geht darum, dass man eigentlich nichts kursrelevantes, marktbeeinflussendes verpasst, ne? Dass man sich hier auf sein Handeln konzentriert und all das, was an Informationen ist, dass man das in Echtzeit auch mitbekommt, unabhängig davon, ob man darauf aktiv reagiert, aktiv handelt. Ne? Wenn man das kann, ist sowieso ist man gesegnet, wenn man das richtig kann. Aber schon mal zu wissen, wieso was am Markt passiert, das ist wie in jedem anderen Beruf essentiell. Ne? Und das bekommen Sie hier mit, weil es immer die Analysen gibt. Also wenn irgendwas im Markt passiert, dann wissen Sie in der Regel auch relativ schnell, was dafür der Grund ist. Ne? Wenn es jetzt im Euro-Dollar oder im Öl ist, also all das, was uns hier natürlich auch interessiert. Oder auch hier in den Aktienindizes jetzt irgendwelche, wir haben gerade Berichtssaison oder die läuft so ein bisschen aus, aber Berichtssaison von Aktien, ne? Und da hat man immer mal wieder irgendwelche Schwergewichte, die dann schwächeln, ne? Die Bayer jetzt mal, gut, kein Schwergewicht mehr, aber immer so ein Dauerthema. Wenn dann Zahlen veröffentlicht werden, L'Oreal kam am Donnerstag, das ist ein Heavyweight, also ein Schwergewicht in der Eurostoxx, kam letzten Donnerstag, glaube ich, nachbörslich gegen 18 Uhr mit schwachen Zahlen, Alex, waren schwache Zahlen von L'Oreal, ne? Und da kam der Markt ein bisschen unter Druck. Also sowas. Bevor man dann nicht weiß, woher das kommt, ne? Oder wieso jetzt der DAX schwächer tendiert als der Eurostoxx, hat gerade in der Berichtssaison oftmals mit irgendwelchen Schwergewichtwerten dann zu tun, die in dem einen, also der Eurostoxx ist bankenlastiger, ist Luxuskonsumgüterlastiger und der DAX hat halt entsprechend andere Schwerpunkte. Ja. Also, das jetzt nochmal hier mit auf den Weg, bevor es dann gleich los geht hier mit der Kasse. Also wir sehen nochmal im Eurostoxx oben. Achten, das Freitagshoch, das aktuelle Tageshoch 4,753, aktuelles Safety 43. Im DAX ja so ein bisschen im Niemandsland. Der Bund scheint hier unten verteidigen zu wollen, die Unterstützung. Und ja, leichte Upside auch im S&P. Da oben ist der POC von gestern, die 41, 41,5, die erstmal eine Hürde darstellen könnte. Also, dann schauen wir mal, was jetzt hier der Beginn der Kasse jetzt so bringt. Dann stellen wir mal um hier auf M3. So, da bunt ein bisschen gesucht, ja. Also, da geht es dann gleich los. Es gibt übrigens keine Auffälligkeiten heute Morgen hier, sowohl im DAX als auch im Eurostoxx, was Einzelwerte angeht. Da sollte man auch immer mal wieder einen Blick drauf haben. Weil es da dann doch immer mal wieder Divergenzen gibt. Ja, also auch hier ein bisschen Nervosität, aber noch nichts, ja, was auf eine Richtung schließen lässt. Also wir haben im Eurostoxx oben, das aktuelle Hoch haben wir getestet, 4,753. DAX ist nicht mehr an sein Hoch oder nicht an sein Hoch angelaufen. Ja, Sie sehen, der Eurostoxx, wir haben ja gesagt, das ist ja, solange das oben hier nicht rausgenommen wird, ein Widerstand. Die 4,753. Ja, weil irgendwie immer die Frage kommt, wie wird sowas, das handelt jeder, wenn überhaupt unterschiedlich. Also ich bin jemand, ich stehe oftmals zumindest mal mit einer Teilposition an solchen Levels drin, ja. Oder vielleicht einen Tick davor, ja, weil es ein Punkt genau des Levels ist, hier wie jetzt im Eurostoxx, die 4,753. Und dann stehe ich
Vielleicht einen Tick vorher schon drin, ja. Jetzt gerade hier in der Übertragung nicht, ja, obwohl ich eigentlich auch einfach nur vergesse, mich da reinzustellen, weil normalerweise mache ich das ja, habe meine Bracket Orders und gut ist. Also, weil das ging eben so schnell hier mit der Cash Open und Sie sehen, unten ist auch schon das ist Tagestief fast schon angekommen. Also für diejenigen, die hier oben was verloren haben oder hier in den Markt reingekommen sind, ich weiß, schnelle Bewegungen, die können hier unten eigentlich schon eincashen. Ne? Das sind jetzt schon 7, 8 Punkte hier, die der Eurostoxx gemacht hat. USA ein bisschen ruhig, S&P. Ja, wieso wir S&P betrachten, auch am Vormittag, ja, weil S&P manchmal doch den anderen, also jetzt hat der Eurostoxx das Tagestief erreicht. Also für sollten Sie hier oben short gegangen sein und vielleicht auch Positionen stückeln können, also mehrere Einheiten dann. Gut gemeinter Rat, hier am Tagestief mal ein bisschen einzucachen, ja, das Risiko rauszunehmen oder komplett reinzucachen, je nachdem, was Sie von dem Markt erwarten. Oftmals auch die Frage, ja, wie gut oder wie lange kann man denn so eine Positionierung halten? Also ich bin jemand, der aber auch viele von meinen Kollegen verfolgen, so ein bisschen die Strategie da mit mehreren Einheiten in den Markt zu gehen, in der Positionierung, um dann entsprechend auch Teilgewinne mitzunehmen. Und wenn es dann nochmal in die Richtung geht, jetzt zum Beispiel wie im Eurostoxx ist halt aktuell, nochmal hier in diese Richtung geht, vielleicht Position nochmal aufzufüllen. Aber hat natürlich auch mit der Vola zu tun, ob es da eine größere Erwartung gibt, wo der Markt dann hinlaufen könnte. Ne? Ob es dann gut ist für mehr. Ja, also in dem Fall wäre es natürlich gut für mehr. Wenn ich jetzt in der Teilpositionierung noch im Eurostoxx bin, kann ich es gleich nochmal sagen, es ist gerade ein bisschen ruhig, ja, an den anderen Märkten, dass wir, wenn Sie hier oben dann in den Short reingekommen sind und wir brechen dann hier drunter, idealerweise auch per Stunden Close und dann vielleicht nochmal das hier rausnehmen, 4,739 dann. Markantes Level, dann kann man hier Teilpositionierung Short vielleicht auch länger halten. Aber hier Tagestief, das hat sich jetzt hier angeboten, bietet sich an, hier vielleicht mal Teilgewinne mitzunehmen, ne? Für den Short, eventuellen Short hier oben, bei 4,753. Ja, im Eurostoxx haben wir mehr oder weniger die ganze Tagesrange schon durchlaufen. Zeichnet sich noch keine größere Order ab, die wir hier sehen. Also, denke mal, sollten wir weiter runtergehen, dass der ein oder andere Schnäppchenjäger sich durchaus noch ein bisschen über billige Stücke freut. Nach oben fehlt vielleicht ein bisschen die Fantasie. Insgesamt, da haben wir ja gestern eigentlich schon, ja, gut mal getestet und neue Hochs gesehen, vor allen Dingen in den USA. Scheint also eher mal ruhig zu bleiben hier heute Morgen. Weil immer wieder die Frage kommt, wie man sich positioniert. Ne? Also jetzt wichtig im Handel ist A, natürlich A, die Bereiche oder die Zonen erstmal kenntlich zu machen oder zu wissen, wo will ich agieren. Ne? Und dann, wenn es halt in dem Bereich ist, wie jetzt der Eurostoxx, ja, ich erwähne ihn immer wieder, weil er jetzt aktuell ist, bringt ja nichts, da irgendwelche älteren Beispiele rauszusuchen. Aktualität ist King. Wenn man hier davon ausgeht, dass das hier oben erstmal hält, ne? Nach dem False Break in der Stunde und auch im Daily Close gestern unterhalb der 53, wie gesagt, die 4,753, das Wochenhoch letzte Woche, wo wir gestern drüber in der Stunde gehandelt haben, auch geschlossen haben, aber dann den Tag unten drunter geschlossen haben, das ist Widerstand. Wie man hier dann in die Positionierung reinkommt, was so der Trigger ist, da hat jeder so seine eigenen Vorgehensweisen. Also wenn Sie da mal ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, auch hier kostenlos und unverbindlich, Kollege, der Sergei Wolf, der auch hier Ende Monat, glaube ich, am 29. um 18 Uhr da ein Webinar hält. Da hat vielleicht der eine oder andere schon mal reingeschnuppert. Da können Sie sehen, wie man, wenn man dann weiß, an welchen Marken man nach Entries sucht, wie man dann hier oben
sich positioniert oder was man da sehen möchte, ne, um dann den Trigger zu haben, um in die Position reinzukommen. Ne? Oder Sie möchten mal hier vorbeikommen in Frankfurt bei uns ins, sag mal reinschnuppern hier so einen Tag bei uns im Handelsbüro. Wie gesagt, sind hier zusammen mit jetzt zwei Trainees, die, das sind eigentlich Kunden, die auch über Workshops hier zu uns gekommen sind und jetzt, die haben das eigenes Geld und sind auch schon im Echtgeld unterwegs, die jetzt einfach mal ja hier all das, was mit dem Handelsbüro, mit dem Handel hier im Büro zusammenhängt, Mindset, professionelle Vorgehensweise, Handelsbesprechung und, für sich halt nutzen und auch entsprechend schon umsetzen konnten, ne, mit ja, für was ihren Handelsziel angeht. Also wenn da Interesse besteht, gerne mal uns schreiben auf www.traderstalk.de, sorry, info@traderstalk.de oder service@traderstalk.de, das ist das Letztere, genau. Wenn Sie hier mal vorbeikommen möchten oder vielleicht sogar einen Tag einmal reinschnuppern möchten, ja, wie denn Handel hier, täglicher Handel, mit allem, was dazugehört, hier mit den Seniors, also den Profis und auch, wir haben immer mal wieder hier dann auch Kunden, die hier sind. Wie gesagt, die sind jetzt hier in die beiden schon seit mehreren Monaten jetzt hier. Kann nicht jeder einrichten, aber so einen Tag mal hier reinschnuppern. Ich rede jetzt hier, weil passiert nicht viel an den Märkten, ja, eher ein bisschen ruhig. Gerne anschreiben und da lässt sich sicherlich eine Gelegenheit finden, hier mal nach Frankfurt zu kommen. Ist sowieso immer ein Besuch wert und hier direkt an der Börse ist auch, glaube ich, die Motivation maximal, ja. Ja, bei den Einzelwerten, da schwächelt jetzt SAP seit 9 Uhr ein bisschen, während die BASF nach oben zieht. Auch der Rest vielleicht eher mal ein bisschen gesucht, aber die SAP natürlich das große Schwergewicht. Also insofern sehen wir das, was wir hier sehen. Unterm Strich tut sich in den Indizes rein gar nichts. Wir haben allerdings ja in den USA doch so latent ein bisschen Käufe, Nasdaq, auch wenn wir schon das zur frühen Stunde da natürlich mit einem bisschen Vorsicht sehen müssen, aber da wird mal eher ein bisschen gekauft, sowohl im Nasdaq als auch jetzt im, naja, S&P. Ich sag mal, der ist noch ziemlich neutral momentan. Ja, ob jetzt viel passiert oder nicht, ja, steckt man natürlich nicht drin, ja. Nochmal, das Hauptereignis, das wirft dann natürlich seine Schatten so lange voraus, die Verbraucherpreise aus den USA. Nochmal zu den einzelnen Indizes. Also Eurostoxx ist bankenlastiger und die sind heute eigentlich so durch die Bank, die Banken dort, Banco Bilbao, Vizcaya, Santander, die Intesa Sanpaolo, die sind alle ein bisschen unter Druck, was ich in BNP, wo ist die? Na, BNP ist im Plus, aber sind so gerade so spanische Bankenwerte und auch hier die Italiener, die sind ein bisschen stärker im Minus. Also Bankenwerte hier, bankenlastiger und auch Konsumgüter, Luxuskonsumgüter, das wäre der Eurostoxx, ist ganz klar. Ja, hier scheint es keine Fragen zu geben. Ich hoffe, dass es positiv zu deuten ist, dass alles verständlich ist. Ja. Wenn es trotzdem welche geben sollte, bitte schreiben hier. Na, auch im S&P. Gut, ich war gerade vorhin dabei, nochmal zu erklären, wieso wir auch auf den S&P schauen um diese Uhrzeit. Weil es da das ein oder andere Mal doch Impulse gibt oder vielleicht sogar der S&P so ein bisschen der Katalysator ist, um eine Bewegung loszutreten und dann der DAX und der Eurostoxx dann entsprechend auch darauf reagieren, auch in der Vormittagssession, ja, insbesondere wenn die Asiaten ein bisschen aktiver waren. Das ist natürlich momentan ein bisschen problematisch, weil die Chinesen feiern Neujahr. Ob Alex, Japaner, sind die heute wieder da oder die sind heute wieder aktiv? Ja, aber Chinesen sind natürlich, machen schon viel aus. Von daher, ja, nicht unbedingt verwunderlich, dass die asiatische Börsensession hier in den
im S&P oder so, ja, relativ ruhig war. So. Eurostoxx bleibt am Tagestief. Wie gesagt, der ist, ja, eigentlich würde ich sagen, im Short-Setup, ja, nicht würde ich sagen, ist es so, der ist an der wichtigen Marke hängen geblieben, und zwar an dem Wochenhoch bei der 4,753, aber gleich mit Beginn der Kasse hingehandelt. Ja, wenn man da nicht drin gestanden hat, dann hätte man wirklich einen richtig flinken Finger haben müssen. Ja, das ging dann wirklich so schnell dahin. Ging auch ein bisschen was um, auch bei der 53. Sie sehen das hier, ich habe es ein bisschen auseinandergezogen. Da gingen so knappe 300 Kontrakte um, wenn das hier nicht täuscht. Aber das wurde auch gleich wieder abverkauft, ja. Also kurzfristiger Short-Setup jetzt mit einem minimalen neuen Tief im Eurostoxx. Der hat auf der Unterseite die 4739. Wieso wir den Eurostoxx hier mit dabei haben, falls ich, weil wir haben schon so oft die Fragen gestellt bekommen, weil Eurostoxx im europäischen Markt der wichtigste Index ist. Ne? Das ist der Benchmark-Index, kein institutioneller, kommt an dem vorbei. Jeder hat ihn nicht nur hier auf der, im Blickfeld, sondern auch in seinem Portfolio. Also all diejenigen, die Vermögen verwalten, ob sie Lebensversicherer sind, Pensionskassen, irgendwelche Hedgefonds und so, die müssen den Index haben. Von daher ist das der Benchmark-Index. Und ja, funktioniert der DAX autark. Ja, wenn man nur auf Chart schaut, ja, aber wir und auch im institutionellen Bereich wird sowas in der Regel im Kontext gesehen, sprich, natürlich schaut man, was der Eurostoxx macht, outperform, weil viel Business oder was viel Handel von den Institutionellen, wenn die da handeln, jetzt nicht outright in dem einen oder dem anderen Index erfolgt. Outright soll heißen, ich kaufe oder ich verkaufe den einen Future oder den anderen, sondern viele Institutionelle handeln sowas im Spread, soll heißen, in dem entsprechenden Verhältnis wird dann der Eurostoxx gekauft. Wenn man denkt, dass der Eurostoxx sich im Verhältnis zum DAX, was jetzt die letzten zwei, drei Wochen der Fall war, besser entwickelt. Also ich kaufe den Eurostoxx und verkaufe den DAX. Und dieser Spread, da verdiene ich an dem hoffentlich dann besseren Entwicklung des Eurostoxx zum DAX. Und die letzten drei Wochen merkt man sich eine goldene Nase damit verdienen können. Ne? Während der DAX seitwärts ranged, sehen wir im Eurostoxx eigentlich permanent neue Hochs. Ne? Also all diejenigen, die diese Karte gespielt haben oder nach verspielen, haben insgesamt ein geringeres Risiko, weil ja, eine Seite verdienst du, da passiert gar nichts, ja, aber in der anderen Seite verdienst du immer, in der anderen verlierst du dann entweder weniger oder mehr. Man hofft man immer auf mehr, aber dadurch, dass man die Position quasi ja, gehedged hat, ja, so einigermaßen jetzt kein Perfect Hedge, weil natürlich kann sich immer ein Index besser entwickeln, ja, was das jetzt im Eurostoxx, im Fall vom Eurostoxx auch tut. Aber das ist so hauptsächlich Business der Institutionellen, dass man Spread spielt, jetzt ganz angesagt, und sehe gerade den Bund erneut an der Unterstützung, von daher passt die Überleitung auch, dass im Zinsbereich da oftmals dann die Zinskurve jetzt gerade, jetzt, seitdem jetzt hier Zinsanstieg erfolgt, dass da die Zinskurve gespielt wird, ne? Dass man Zweijährige gegen Fünfjährige spielt, Fünfjährige gegen Zehnjährige, 3 Monate gegen 6 Monate oder 3 Monate oder 6 Monate gegen 2 Jahre, je nachdem, wie man denkt, dass sich weiterentwickelt. Also neue Tiefs im DAX, im Eurostoxx, von daher entwickelt sich zumindest mal, was die mögliche Positionierung im Eurostoxx angeht, da ist man hier regelkonform, hätte man in den Short reinkommen können, da oben entwickelt sich in die richtige Richtung, Kursziel, weiteres Kursziel, jetzt erstmal das Tief von gestern, die 4,739. Frage, ja, wie kommt man hier oder worauf wir noch achten? Also hier im DAX vielleicht gut zu sehen, aber auch im Eurostoxx, das sei hier in dem Bereich, auch mit dem Bock hier
entsprechenden Volumen umgegangen ist. Da hat er jetzt in M3 drunter geschlossen und dann hier nochmal in diesen Volumenberg reingehandelt. Und seitdem macht er jetzt hier neue Tagestiefs, ähnlich auch im Eurostoxx, wobei da der Entry, der optimale Entry natürlich in den möglichen Trade hier oben wäre. Da ging es, wie gesagt, mit Cash Open gleich hingehandelt, gleich weg mit der entsprechenden Vorbereitung. Kann man sowas handeln, ja, aber da muss man natürlich wissen, dass da oben ein Widerstand ist und man sich entsprechend dann auch verhalten. Also hier kommt jetzt ein bisschen, ja, Dynamik wäre übertrieben in den Markt. Auf jeden Fall ein bisschen Druck und auch im Eurostoxx, da ist hier on-site, trendkonform geht das Ganze nach unten. Nicht trendkonform, aber zumindest was den kurzfristigen Trend angeht, jetzt heute Vormittag. Also, und der hat jetzt hier auch aufgesetzt, der Stocks bei der 4739, das gestrige Tagestief, also hier ein weiteres Kursziel erreicht, nachdem er erstmal das zwischenzeitliche Tagestief erreicht hat, jetzt hat er auch die 39 erreicht. Also sollten Sie vielleicht nach wie vor jetzt Teile haben in einem Short, hier die Möglichkeit, dem Eurostoxx vielleicht einen weiteren Teil zu schließen. Also bei uns wäre es dann der zweite, das zweite von dreien. Also wie gesagt, wir versuchen zu dritteln die Positionierung. Hier dann die Möglichkeit, hier nochmal was zu schließen. Ja. Ja, es sind nach wie vor die SAP, die mehr oder weniger den DAX hier nach unten schiebt. Der Rest hält sich eigentlich ganz passabel. Siemens kam auch ein bisschen runter jetzt, also Siemens und SAP. Die Schwächlinge hier heute Morgen seit 9 Uhr. Ja, wenn die Frage immer mal wieder kommt, wie kann man denn sowas alles im Blick haben? Ja? Wieso jetzt der DAX eher geht als der Eurostoxx? Ja? Was dann natürlich dann oder in der Regel dann auch mit irgendwelchen Schwergewichten im Index zu tun haben, ist natürlich schwierig. Ne? Sowas kann man sich programmieren. Ja? Dann schauen, okay, wer sind denn die Ausreißer hier in dem anderen Index, um zu eventuell ja, nachvollziehen zu können, warum sich der eine DAX oder der Eurostoxx besser oder schlechter entwickelt als der andere. Ja? Ja, oder Sie hören uns zu, ja, und bekommen das mit, was da hier die Ursache sein könnte hier für die relative Schwäche oder die Stärke von dem einen oder anderen Kontrakt. Ja, also der Bund unten erneut, ich zeige das mal ganz kurz hier in der größeren Darstellung, also da hat er erneut die Unterstützung hier getestet. Ja, also hier, ja, ist jetzt. Das ist jetzt natürlich die Nackenlinie, die erstmal reißen muss, ja, im positiven Sinne, ja, weil die Unterstützung, wie gesagt, wir auch hier davon ausgehen, dass die hält, hat natürlich jetzt oben mit erreicht der 47, nachdem er ja erstmals getestet hat, nicht mal so gute 10, 11 Ticks, die er gemacht hat, wenn man hier an der Oberkante sich positioniert hat. Ja, jetzt nicht unbedingt hier die Welt, aber hier oben drüber dann Kursziel möglich ist, dann die 133,55. Wann wir welche Indizes handeln, währenddessen macht sowohl der DAX als auch der Eurostoxx ein neues Tief. Moment, der ist ja verrutscht. Also die Bonds, da beginnt der Handel eigentlich schon um 8, aber das sehen Sie oftmals auch an Volumina im Bund, dass da um 8 Uhr mehr Bewegung reinkommt. Ich versuche das mal hier einzuzeichnen. Also ab 8 Uhr kann man die Bonds handeln. Da schaue ich mal. Ja, das sehen Sie hier, ne? Genau. DAX und Eurostoxx gehen weiter runter. Ja. Also Sie sehen hier ab 8 Uhr hier in Bund, hier Unterkante hier, dass da um 8 Uhr schon in der Regel dann mehr Volumen reinkommt. Bei den Aktienindizes ja, ich bin ab 8 Uhr schon Gewerbeifuß, ja. Sehen wir neues Tagestief im DAX und auch im Eurostoxx. DAX hat unten gestriges Low. Ich zeige es nochmal ein, das müsste die 12 sein. Hier einfach nochmal als Orientierung, da ist er jetzt gleich dran. Der Eurostoxx hat jetzt
bereits unter das gestrige Tief geschaut. Also der ist im Short-Setup. Ja, deswegen, also wenn ich hier oben sage, vielleicht an den Zielen erstmal Teilgewinne mitzunehmen, ja, all diejenigen, die das hoffentlich jetzt, macht auch der DAX neues Tief zu gestern, können sich hoffentlich glücklich schätzen, ne, weil die jetzt hier on-site sind, sprich mit der Position weiter im Geld sind. Weiteres Kursziel, mögliches Kursziel im Eurostoxx, die 4732, das ist ein, ja, müsste ein Naked POC sein, ja, das wäre ein weiteres Kursziel hier auf der Downside im Stocks. Also, Uhrzeiten zum Handeln, Bonds, ganz klar ab 8 Uhr, da ist ab 8 Uhr schon mehr Volumen da. In den Aktienindizes hängt es ein bisschen von der asiatischen Session ab, ist da was passiert, ja, nein, wird eigentlich Kundenraten da vielleicht erst ab 9 mit Beginn der Kasse dann einzusteigen, zwischen 8 und 9 können Bewegungen da sein, vielleicht eher erratisch, aber das vielleicht nochmal hier in die Runde, ja. Also hier bleibt Druck im Markt, schauen sich den Eurostoxx an und auch den DAX. Also da sind erstmal keine Schnäppchenjäger zu sehen. Eigentlich ja, erinnert es ein bisschen an den Käuferstreik hier, was wir da heute Morgen haben. Es ist kein großes Volumen, geht ein bisschen runter, auch weil, wie gesagt, die eine oder andere Aktie spiegelt, auch Airbus inzwischen. Ja, 17.000 vielleicht im DAX und im Eurostoxx die 32, die man als Marken sehen könnte nach unten. Bild in einer Stunde bleibt natürlich ein bisschen angeschlagen, aber da haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit, bis die Stundenkandel zu Ende ist. Und die wahre Richtung werden wir erst ohnehin nach 14.30 Uhr sehen. Sie merken natürlich aus unserer Kommentierung, ja, gut, dass jetzt ein bisschen Bewegung hier reingekommen ist. DAX scheint erstmal hier an dem gestrigen Tief, wie gesagt, das war das Early Morning Low, das war Tagestief, aber hier asiatische Session, zumindest mal ein bisschen zu reagieren, ja, nicht zu allzu viel da hineininterpretieren, was die mögliche Reaktion da unten angeht. Was Sie auf jeden Fall in der Kommentierung merken, ist, dass wir natürlich hier ja, auf Volumina eingehen, auf, aber hauptsächlich orientieren wir uns hier an Chartmarken, die vom Tageschart runtergebrochen werden, wie eben die 4753 im Eurostoxx, die halt eine wichtige Marke ist, ja, jetzt hier unten das gestrige Tief, die 4739. Und dann schauen wir auch hier mit den Stunden-Closes, ne, ob die auch bestätigt werden. Ne? Also dieses ist gebrochen in M3 mit einem Schlusskurs drüber oder unter einem Level oder einer Zone, natürlich dann hoch auf die Stundencharts angewandt. Da schauen wir natürlich, jetzt zum Beispiel hier im Eurostoxx, kann er denn hier in der Stunde das gestrige Tagestief brechen, ne? Was dann eventuell nochmal als Bestätigung zu sehen ist, dass da nach unten noch was geht. Ja, das sind natürlich dann so wichtige oder können wichtig sein, dann deswegen auch immer wieder hier bei der vollen Stunde, dann jetzt bei uns hier im Handelsabend wird es in der Regel kommuniziert, wenn der Markt irgendwelche wichtige Levels anläuft oder drunter handelt und drunter schließt. Einer ist dann immer dann sensibilisiert, der nicht immer der gleiche, aber wichtig ist, dass es kommuniziert wird, egal von wem. Guck mal, hier hat der DAX jetzt unter einem wichtigen Level geschlossen in der Stunde oder im Eurostoxx. Sie sehen es auch. Im US-Markt, also die Marken, die zählen nach wie vor, gerade da, wenn da halt auf 16 Uhr zu, also eine halbe Stunde nach Cash Open, wenn da eine wichtige Marke gerissen wird, gebrochen wird, drüber oder drunter geschlossen wird, dass Sie da oftmals auch nochmal so einen Volumenschub sehen, ja, das ist ganz einfach damit zu begründen, dass viele institutionelle halt Stundenlevels oder Stundenbestätigungen abwarten, um sich zu positionieren. Ja, also Markt bleibt unter Druck. Sie sehen, in Eurostoxx geht da vielleicht sogar ein Ticken vor im Vergleich zum DAX. Alex hat ja schon eben mögliche Gründe genannt. A, natürlich oben der
Test und das Halten der 4753, aber auch hier so der einzelne Wert, der da den Eurostox zusätzlich belastet, ja. Ich kann vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, was sind denn hier die im Eurostox Adidas im Plus ASML, das ist ein Indexschwergewicht im Minus, hier die spanischen Banken hier, die sind weiter im Minus, Saint-Gobain im Minus, jetzt kennen wir die Gewichtung von denen nicht, also da ist schon, was machen hier die LVMH und L'Oréal mehr oder weniger unverändert, das sind so die Heavyweights, ja. SAP natürlich auch hier im Minus, ja nicht nur bei uns, auch die Siemens ist im Minus, ja, die belasten natürlich den DAX, weil da die Gewichtung entsprechend höher ist, im Verhältnis mehr, ja, die SAP und auch die Siemens-Aktie. Sehen im DAX, der zeigt mal eine kleine Reaktion am gestrigen Tagestief, die 17.012. Und Tagestief sollte eigentlich auch in grün markiert sein. Das sind eigentlich die Tagesextreme. Nicht nur die aktuellen, sondern auch die, die weiterhin dann Bestand haben, wie oben eben diese 53, die ist halt nach wie vor wichtig. Deswegen führen wir die auch weiter mit. Unterhalb der 12 im DAX haben wir die 9,95. Dann zeige ich gleich nochmal, warum dieses Level für uns oder für mich weiter ja, relevant sein kann. In Kombination mit einer Value von diesem Tag, also 90,95, könnte hier nochmal ein Anlaufpunkt sein, sollte der DAX, wie gesagt, nachhaltig das gestrige Tageslow bei der 17.012 rausnehmen. Ja. Es geht hier langsam auf 9.30 Uhr zu. Wie gesagt, unser bleibt dabei, Aktien bleiben am Tagestief. Der Eurostox hat eben sogar ein weiteres Tick, neues Low gemacht. Ich sehe hier keine Fragen. Wolfgang, ich weiß nicht, siehst du vielleicht, habe ich da, ich habe den Fragenchat auf, aber der ist bis auf. Ich habe auch keine Frage. Ich habe auch keine Frage, die ich vorlesen könnte. Okay. Gut, wie gesagt, heute, jetzt haben wir erstmal um 11 Uhr TTW Konsumklima, aber 14.30 Uhr die Uhr nachstellen, wenn Sie Zeit und Lust haben. Verbraucherpreise USA, das ist eigentlich so das Main Event diesen Monat. Ne? Wichtiger auch als Payrolls und sonst irgendwas. Also die Verbraucherpreise, das könnte heute die Märkte wachküssen. Ja? Und wenn Sie dem live beiwohnen wollen, dann registrieren Sie sich bei uns auf der Website. Ich blende die gleich nochmal kurz ein. Und dann, also das ist hier unsere Website, traderstalk.de. Und dann scrollen Sie hier runter. Dieses Traderstalk Premium hier, dieses Produkt, das ist der Squawk. Und hier dieses Trial, kostenfrei beginnen, da draufklicken. Gut, Sie müssen sich hier einmal registrieren. Ja. Und das Ganze läuft auch nach 14 Tagen wieder ab. Also die haben jetzt kein Abo hier für ein Jahr. Oder so abgeschlossen, ja, oder ein Lifetime-Abo. Nee. Bei uns ist, wie gesagt, wir lieben Win-Win-Situationen. Wenn Ihnen was gefällt, dann können Sie es gerne äußern. Ansonsten, was sehe ich, welche Levels sind außer dem Tagestief, Tageshoch und Zonen? Ja, wir achten auch das andere, gerade bei größeren Bewegungen, größeren Intraday-Bewegungen oder dann Impulsbewegungen, auch auf Fibonacci's, ja, 38er. 61,8er Fibonacci. Ansonsten, ich kann es nochmal exemplarisch hier nochmal im Eurostox zeigen, was da an Levels, ja, Daily Levels, ganz klar. Markante Daily Levels, jetzt in der Woche nicht, aber gut, jetzt fällt halt damit einher, dass das ja auch das Wochenklos war, die 4,753. Ansonsten, ja, schauen wir natürlich auf Box, wir schauen auf Values, ja, den einen oder anderen gleitenden Durchschnitt, den Sie jetzt hier nicht sehen, aber wir haben ja, ich habe ja noch ein anderes Chartsystem, über das ich auch handle, das ist der Trading Technologies. Es war kein gutes Chartsystem, also da gibt es bessere, aber da läuft auch der eine oder andere gleitende Durchschnitt mit oder sonst irgendwelche. Aber hauptsächlich hier Volumina, Value Areas, genau.
Und Daily heißt Daily Los, ganz klar. Das sind so, was den Chart angeht. Und dann gucken wir wirklich auf ganz klassische Charttechnik. Ne? Wer sagt, das funktioniert ganz ehrlich, das hat immer funktioniert und wird auch immer funktionieren. Und da ganz klar bestätigt, drüber drunter schließen, ja oder nein, wie hier die 4753, solange nicht drüber geschlossen wird. Blick nach unten und damit erreicht er jetzt auch gleich wieder die 4732, den Naked Pop hier vom Freitag. Das wäre dann das nächste Kursziel und hoffentlich vielleicht auch für den einen oder anderen von Ihnen nochmal die Möglichkeit, hier eventuelle Short-Positionen oder Teilpositionen hier zu schließen. Würde mich freuen, wenn Sie da vielleicht ein bisschen was, vielleicht ein Euro was mitgenommen haben oder auch ein DAX. Und der kann sich leider erstmal nicht lösen hier jetzt von der Unterstützungszone, um da zumindest mal nochmal das Zwischenhoch über der 47 anzugehen. Und jetzt kommt auch der Euros, der S&P in Richtung Tagestief. Also hier ist nach wie vor Druck im Markt und Sie sehen den DAX, der läuft jetzt auch die nächste Marke an die 9,95. Damit will ich mich, ich hoffe, das ist damit beantwortet hier an den Teilnehmer, Gottfried. Hoffentlich war das okay. Ansonsten schreiben Sie uns gerne nochmal an service@traderstalk.de. Mit egal welchen Fragen beantworten wir gerne, auch außerhalb dessen. Hier geht es weiter, wie gesagt, bei uns mit uns, glaube ich, in 2 Wochen Rhythmus. Wir müssen mal schauen. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, mit unserem Trader und Mentor Sergej Wolf. Da ist auch schon das eine oder andere Video von FXWeb mit dem Sergej, wie man in den Markt reinkommt, was da die Trigger sind mit tagesaktuellen Charts. Der ist wieder am 29. Also genau, Schaltjahr, letzter Tag im Februar mit einem Webinar mit FXWeb aktiv. Da, wenn Sie da mal reinschnuppern, aber schauen Sie sich auch mal die Videos an, die FXWeb mit dem Sergej hier hochgeladen hat. Ich kann ja eigentlich jedem nur empfehlen, was so Einstiege, mögliche Einstiege in die Märkte sind. Ja. Also damit will ich mich von meiner Seite und unserer Seite verabschieden. Der Kollege, der macht hier weiter mit unserem regulären Webinar. Das läuft jetzt parallel natürlich. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, Wolfgang, dann würde ich an dich übergeben, was das Schlusswort angeht. Wie gesagt, ich halte mal fest, wir haben ein Short-Setup gesehen im Eurostox oben. Ja. Für diejenigen, die vorbereitet waren, konnten da oben bei der 4753 hoffentlich in den Markt kommen. Jetzt hat er schon ein drittes Kursziel erreicht, das zwischenzeitliche Tagestief, die 43, das gestrige Low, die 39 und hier die 32. Also 20 Punkte. Ich hoffe, Sie konnten da vielleicht den einen anderen Punkt, wenn Sie im Eurostox unterwegs sind, mitnehmen. Oder vielleicht auch im DAX, da war das hier vom Entry her ein bisschen schwieriger, nicht so klar auszumachen wie hier im Stox. Im Bund, der ist auch im Long Setup, ja, Sie sehen das. Hoffentlich kann er jetzt die 47 oben rausnehmen und damit, ich wollte es aufgrund der Aktualität nochmal zeigen, also Bund auch hier, der verteidigt unten den Support, wenn er hier drüber geht, nächstes mögliches Kursziel 133,55. Also von meiner Seite war es das oder von unserer Seite. Ich möchte mich bedanken und damit auch an den Wolfgang übergeben für das Schlusswort. Ja, mache ich gerne. Wange und Alexander, vielen Dank. Der nächste Termin ist meines Erachtens nach am 27.02. um wieder um 8.30 Uhr. Ah, genau. Ach so, dann haben wir an dem Tag, dann haben wir sieben, dann sehen und hören wir uns erstmal ja. Und dann mit dem Kollegen Sergej Wolf dann am 29. Okay, gut, alles klar. Genau. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer für die Geduld und fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten was davon umsetzen. Und ich wünsche allen viele, viele, viele erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Ciao. Ja, danke, gleichfalls. Tschüss. Ciao, ciao.